Einmal mehr beweist der Eichfeld-Bus seine Verbundenheit mit der Region. Er verbindet nicht nur 5 Gemeinden, mehr als 60 Haltestellen oder Einrichtungen. Jetzt verbindet er 20 Künstlerinnen und Künstler der Region, und zwar im Rahmen einer rollenden Vernissage. Wir sind mit dem Bus durch die Region gefahren, sind bei den City Lights stehen geblieben, wo die Bilder der Künstler ausgestellt sind, bis Ende November. Und ja, das war mal ganz was anderes, Kunst im öffentlichen Raum statt in einer Galerie. Wann habt ihr da begonnen, das zu planen? Eigentlich schon vor 1,5 Jahren. Dann habe ich die Künstler ausgesucht und das war ganz schön schwierig, weil es gibt sehr viele Künstler hier in dieser Region, die wirklich gut sind und ich konnte nicht jeden nehmen, weil wir haben 20 ausgewählt. Und es geht eigentlich ums Werk und nicht um eine Biografie, weil ich möchte nicht, dass eine Biografie von Künstlern und Künstlerinnen im Vordergrund steht, weil manche sind genauso gut, obwohl sie, weiß ich nicht, Tischler gelernt haben oder sonst irgendwas. Andere waren auf einer Kunstakademie. Das hat für mich keine Bedeutung. Für mich steht das Werk im Vordergrund und die Geschichte zum Werk, wie es zum Werk gekommen ist. Das Slogan des Eichfeld-Bus heißt, wir verbinden die Region. Wir haben uns überlegt, was können wir wirklich in der Region verbinden, und da ist uns die Idee gekommen, dass wir 20 Künstler der Region verbinden wollen. Deswegen haben wir jetzt zwischen Knittelfeld und Judenburg an 38 Stellen 20 Künstler ausgestellt. Ich bin ja oft unterwegs hier mit dem Eichfeld-Bus, aber das mal jetzt als Vernissage zu erleben, einmal aus ganz anderen Blickwinkeln nebenbei die Geschichten zu hören zu den Bildern und so weiter, das war ein sehr spannendes Erlebnis. Während der rollenden Vernissage wurden nicht nur die Kunstwerke bestaunt, sondern auch einige Künstlerinnen und Künstler vorgestellt und vor allem viel über die Kunstwerke und die Gedanken dahinter erzählt und geplaudert. Für mich ist es ein ganz faszinierendes Projekt, weil im Normalfall geht ein Kunstinteressierter in ein Gebäude und betrachtet sich Bilder. Da ist es einmal umgekehrt, also man fährt zum Bild in der Landschaft hinaus, und vor allem der Vorteil ist in dieser vernetzten Form, auch jene, die vielleicht nicht so kunstinteressiert sind, kriegen die Bilder präsentiert, gewinnen vielleicht Interesse. Das heißt für mich, allein von der Idee der Verbundlinie, im wahrsten Sinne des Wortes Nomen est Omen, ganz eine tolle Geschichte. Diese rollende Vernissage, eigentlich Menschen einen Zugang zur Kunst bringt, der sonst nicht üblich ist. Es gehen heute weniger Leute zu Vernissagen, weil sie beinahe Angst haben vor der Kunst. Und so wird es ihnen eigentlich besser zugeführt im Vorbeigehen. Achtsamkeit wird wieder erwähnt und vielleicht kommt das doch den einen oder den anderen darüber, dass er sich mehr um Kunst bemüht. Und Sie sind auf jeden Fall der Meinung, dass man mehr Bewusstsein für Kunst schaffen sollte, oder? Ja, ebenfalls. Ich bin absolut der Meinung, dass das vernachlässigt wird, schon in den Schulen, bei den Kleinen und natürlich auch in der Familie. Es wird kaum darüber gesprochen, wie wichtig das für das seelische Befinden des einzelnen Menschen überhaupt bedeutet. Die Kunstwerke von den regionalen Künstlerinnen und Künstlern kann man den ganzen November an den Citylight-Haltestellen entlang des Eichfeld-Bus-Streckennetzes bewundern. Im Anschluss an die rollende Vernissage im Eichfeld-Bus konnte auch noch mit den Künstlerinnen und Künstlern selbst gesprochen werden. Und vielleicht hat sich der ein oder andere ja dazu inspirieren lassen, sich selbst auch einmal kreativ auszutoben.